Hallo, guten Abend, guten Tag, grüß Gott. Dr. Savesa hier. Ich habe mal wieder heute ein neues Bier zum Verkosten. Und zwar handelt es sich um die Tochter von der Corinna Noblesse. Hier handelt es sich um ein Belgisch Blond. So, haben wir ein Glas. Das Ganze mal auf. Kein Druck drauf. So, dann gießen wir das Ganze mal ein. So, wir sehen von der Farbe her oder vom Ding her, es ist schon fast orange. Für ein Blond eigentlich schon recht dunkel. Und naturtrüb, also nicht gefiltert. So, dann geben wir der Nase mal eine Chance. Ja, sehr getreidig das Ganze. Auch die belgische Abteihefe etwas zu riechen. Aber vor allem Getreide ist hier in der Nase vorhanden. Ja, riecht angenehm auf jeden Fall. Probieren wir das Ganze mal. Das ist gut und vollmundig. Sogar überraschend leicht fruchtige Noten drin, was bei einem Blond jetzt eher nicht so typisch ist. Hopfig, hefig. Ein ungewöhnliches Blond, aber leckeres. Durchaus leckeres Blond. Also allein schon die Farbe ist ja schon, wie gesagt, etwas außergewöhnlich für den Stil. Dann ist es auch im Geschmack, wie gesagt, ja, leicht fruchtige Noten drin. Und aber doch Hopfen und Hefe sind eigentlich vorrangig da. Leicht malziger Unterton auch. Doch ist absolut durchaus lecker.